Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Ihr seht's hier, jetzt fangen sie gerade wieder an zu produzieren, aber teilweise stehen sie echt still hier, unsere Fabriken in unserem Industriegebiet hier auf dieser Insel. Das liegt wahrscheinlich daran, ich vermute es, dass das Lager überall voll ist, genau hier voll. Das geht jetzt allerdings runter, das heißt, irgendwann wird die Produktion auch wieder geringer werden. Die Lager sind voll. Wie machen denn die Hochöfen das? Die könnte man theoretisch ein bisschen runterfahren. 16% sind die Leute auch glücklicher. So, und dann würde ich gerne alle Fabriken mal ausbauen hier. Damit wir hier nicht mehr diese ganzen Blueprints haben. Hier, die sind schon ausgebrochen. Pause. Dann lassen wir die noch ein bisschen produzieren, die unsere neue Fabrik. Wurde beendet. Auch mit weniger. Oh, wir haben Waffen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. So. Zieht die Bremse. Die pausieren wir erstmal. Ich finde, ist das ganz gut und wir können dann mal gucken, dass wir das irgendwann noch mal ein bisschen umbauen, auch den Hafen ein bisschen schöner machen. Menschen lassen sie hochleben. Das fehlt uns ja noch. Wir hatten beim letzten Mal geguckt, dass wir hier, ach, Schiff, guck mal, sind hier auf der. Jetzt greift die uns schon wieder an. Krass. Wir sind da noch nicht für gerüstet. Nicht bevor wir kriegen, was. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden anlegen. Ne, machen wir mal. Ist aber nicht unser Schiff, was sie jetzt versenkt hat, ne? Nee, das Schiff wurde angegriffen. Die hat eine enorm heftige Flotte im Moment am Start. Das ist das, was mich stört. Aber wir hatten ja schon angefangen, da aufzurüsten. Das werden wir auch weiterhin machen. Wir hatten hier die Stadt auch erweitert. Achso, ich wollte nach der einen Insel gucken, die ich gerne übernehmen möchte hier von George. Das dauert aber noch 3 Minuten. Da gucken wir mal. Und wir sollten auch gucken, dass wir mit denen hier besser gestellt werden. Nicht, dass wir mit denen irgendwann noch im Krieg landen. Desto schlechter das wird, wenn wir mit den Zeitungen immer mal wieder rumspielen, könnte das durchaus passieren, denke ich. Ich würde hier einfach nochmal ein paar Häuser hinstellen erstmal. So, da nicht. Da würde ich vielleicht einen kleinen Park bauen. Hier nicht, aber hier können wir eigentlich noch eine Reihe Häuser hinsetzen. Da vorne müssen wir dann mal gucken, was wir da machen. So. Und dann gucken wir mal. Gucken wir zum Beispiel. Arbeitskleidung geht runter. Vielleicht. Oder können wir einfach eine Weberei nochmal aktivieren wahrscheinlich, oder? Sind die alle an? Sehen wir eigentlich, ob ein Gebäude auf Pause steht? Ja, sehen wir, ne? Ja, klar sehen wir das. Dann gibt es hier einfach nochmal Webereien. Oder eine erstmal. Schnaps. Lassen wir so, oder? Das können wir erstmal so lassen. Das dauert noch ein bisschen, bis das wenn leer ist. Das weiß ich nicht, ob das runtergeht bei den Broten. Weil wir verkaufen das ja. Oder ob im Moment nur gerade viele was eingekauft hatten. Aber wenn, können wir das ja auch nachproduzieren. Seife ist voll. Bier. Hier bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das reicht. Das ist immer gleichbleibend, aber mich stört das, dass das gleichbleibend ist. Wir bauen einfach nochmal eine Gulasch-Kanone sozusagen. Guck mal, was passiert. Dann kommen wir weiter zu. Oh, Nähmaschinen sinkt stark. Rum auch, das wissen wir, weil das Schiff wahrscheinlich gerade weg ist. Müssen wir mal im Auge behalten. Brillen sinken und das ist aber noch alles sehr gut da. Kaffee sinkt. Also das sinkt alles. Da müssten wir dann mal gucken,
Halten Sie sich besser die Ohren zu. Aber Nähmaschinen werden auch sehr gut produziert hier oben, ne? Eventuell bräuchten wir da eine höhere Produktionsrate. Um dem Ganzen da Herr zu werden, weil wir davon ja auch ein paar Tonnen weg schaffen an die neue Welt. Übrigens neue Welt, da können wir gleich mal hier gucken, einen neuen Anteil kaufen, weil der hat, glaube ich, schon wieder einen zurückgekauft. Auf, ne? Dieser Insel geht es nicht ums Geld. Es so, und was wir jetzt machen, ist einmal in der Diplomatie gucken, ob der eine Aufgabe für uns hat. Das wird nämlich sonst, mir wird das heikel. Eile mit Weile. Keine Aufgabe, können wir uns einschmeicheln? Nee. 50.000 machen wir nicht. Wir wären dann soweit. Diese Zufriedenheit. Das gleicht sich Sie aus. Haben uns etwas voraus. Ah, oh, guck mal. Freust du dich, ne? Kompromissloser Journalismus. Wir können trotzdem mal gucken, ob die eine Aufgabe für uns hat. Sie haben an Einfluss verloren. Wie wär's mit einer Hand wäscht die andere? Ich weiß das zu schätzen. Schätzchen. Ja. Wir nehmen jeden. Carpe diem. Können wir ja einfach mal machen. Um da die Bereiche zu verbessern. So, wo ist das? Konkurrenten haben eine Fregatte zerstören. Wo ist denn das? Nein, jetzt sind wir hier unten gefordert. Aber wir könnten theoretisch. Wenn wir so kleine Fische sind, warum lassen wir uns dann nicht schwimmen? Dann haben wir hier unten nämlich auf jeden Fall mal ein Kriegsschiff. Admiral anwesend. Dann zerstören wir den nämlich mal hier. Die Menschen lassen sie hochleben. Dann haben wir ein Kriegsschiff hier unten. Das hätten wir jetzt eins von da oben übersetzen müssen. Bereit für den Einsatz. Müssen wir nicht unbedingt. Machen wir es so. Der setzt Segel, ne? Der ist hier unterwegs. Der ist an unserer Insel unterwegs, aber wir haben hier oben keine. Wir haben hier unten keine Schiffe, ne? Was ist denn das hier? Befehl. Kann der angreifen eigentlich? Nee. Klipper, nein, der kann nicht angreifen. Nee, okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir erstmal hier mit dem Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Angreifen, wohin? Hier, das wird dauern, bis er da ist, deswegen springen wir nochmal zu. Ach, die greifen auch gleich an. Guck meine an. Oh, oh. Sollte aber schneller weg sein. Ja, ist schon raus. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir hier unten auch einen Reparaturkran bauen können. Zugegeben. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen ja, ne? bereit. Sie tun, was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. Kommt hier unser Schiff irgendwo schon? Da kommt sie schon. Ei! Die Insel Mach sie fertig. Eines Konkurrenten wird belagert. Hallo? Guck mal, das ist richtig geil. Das ist ein Piratenschiff. Schiff unter Beschuss. Feuer von allen Decks! Richtig geil. Weil es von Piraten sieht das halt auch anders aus, ne? Das ist ja geil. Verpasst ihnen die volle Breitseite! Und er guckt zu. Treibt ein, treibt gut, ne? Zwielichtiger Kipper. Beweis der Zerstörung. So, fahr mal hier hin und dann zerstören wir noch das andere Schiff. Wir springen aber hier hin. Und dann können wir mal eigentlich mal schauen, ob wir schon weitermachen können mit Schokolade oder irgendwas. Was ist denn der nächste Schritt eigentlich? Hier, um die Investoren glücklich zu machen. Ist passabel. Champagner, Sekt. Okay. Ich frage mich nur gerade, warum die Bilanz runtergeht. Hm, was ist denn das jetzt? Die sind alle glücklich. Das haben wir ja eigentlich geschaut.
Oder kostet uns die Insel hier unten so viel, die wir hier versuchen zu übernehmen? Die, ne? Das kann ja auch nicht sein, ne? Wieso verlieren wir so viel Geld? Weil wir sind ja noch im Plus. Das heißt aber für uns, da muss irgendwas sein. Vielleicht die ganzen Fabriken, die wir eröffnet haben auf der anderen Insel. Dann würde ich auf jeden Fall Champagner anbauen. Gucken wir mal. Dafür brauchen wir nämlich Wein. Ja, hier oder da oben. Was brauchen wir da noch für? Glas. Glas haben wir hier oben, das weiß ich. Gucken wir mal, ob wir da noch Kapazitäten frei haben. Ja, haben wir. Quarz haben wir super viel über. Dann würde ich das hier oben auch hinbauen. Ich weiß nicht, wie groß die werden. Wir haben hier noch eine große Fläche, die würde ich vielleicht sogar hier runtergehen irgendwie. Da ungefähr. Und dann gucken wir mal, wie groß die werden. Ja, okay, nach hinten ziehen ist schon mal nichts. Nee. Gucken wir mal ganz genau. Wie kann man die am besten setzen? Ich würde sie auch so in die Reihe packen, oder? Schiff unter Beschuss. Ihr Hafen wird angegriffen. Wo denn? Wer ist denn das? Schwarze Rose. Bist du dumm? Tja, und da oben können wir uns aber nicht verteidigen, ne? Müssen wir mal hoffen. Der greift nur den nicht an, sondern nur den. Ja, der zerstört den direkt. Lol, wir brauchen nicht mal unsere Schiffe. Jetzt kümmert der uns um die. Und der Hafen ist deutlich stärker als die Schiffe, würde ich mal so behaupten. Jetzt gucken wir, kommt das Schiff nämlich gerade an hier unten. Schiff. Abliefern. Was du heute kannst. Ach, mein Achtung, kleiner Glücksbringer. Perfekt. Und hier oben haben wir das Schiff irgendwo. Guck, der andere ist auch schon versichert. Alter, was macht der denn da? Beendet. Und dann holen wir das bei dem hier ab. Und bringen das auch noch weg. Wurde beendet. Das sollte hier eigentlich hinhauen, oder? So, wir waren hier beim. Schönen Tag auch. 131, also. Vielleicht kann man es auch noch anders machen, aber setzen wir den in drei Felder, ne? Oder können wir, wartet mal, wenn wir zwei wegnehmen da oben, oder drei sogar, so. Spielstand gespeichert. Machen wir es ein bisschen länger. Ich glaube, man kann das schon irgendwie. Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Warum macht... Leider. Natürlich. Kann man das nicht im Eck bauen? Ist ja schade, ne? Mal so. Oder
wie. Wie viel brauchen wir denn? 2 Minuten. 30 Sekunden, 30. Oh, dann brauchen wir ja sogar 4 oder so, ne? Aber mir gefällt das nicht. Können wir das nicht so machen wie bei den anderen Fabriken irgendwie? Das war so und dann haben wir immer 2 gesetzt. Oder wir machen es so. Und dann sind es da 4. Wollen wir es so machen? Ja, aber warum passen da jetzt so viele Felder hin? Muss es so hin? Also ich möchte es ja schön haben, ne Leute, das wisst ihr. Und deswegen bauen wir das so, dass das auch gut aussieht. Und dann sieht es, glaube ich, besser aus, wenn wir das nach hinten bauen. So, und dann kommt hier... So, ich glaube, das gefällt mir dann besser. So. Ja, das finde ich schöner. Das finde ich schöner. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. So, jetzt fehlt es den hier an einem Warenhaus. Setzen wir hier in die Ecke, bauen das auch direkt aus. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Und dann brauchen wir eine Sektkellerei. Die Waffenruhe wurde beendet. Vielleicht erstmal dort. Und eine neue Glashütte bräuchten wir wahrscheinlich auch. Setzen wir erstmal damit hin. Ist der schon ausgebaut? Nein. Wie gesagt, das wird irgendwann bestimmt nochmal ausgebaut. Boah, was ist denn das jetzt? Und wir müssen jetzt eine Route finden, auf der wir das eventuell gleich mitnehmen. Was die Insel muss. Eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Die werden alle voll sein. Was sagt diese Linie? Die nimmt Glühbirnen mit. Jetzt gucken wir mal, wie viele Glühbirnen da pro Ladung mitgebracht wird. Ei. Kautschuk. Stahl. Glühbirnen. Alles bereit. Der ist ja gleich da. Wie viel sind hier auf Lager? Wie viele Glühbirnen? 9. Ja, okay, dann können wir diese Linie benutzen. Das mal löschen und dann sagen wir, der nimmt hier Sekt mit. Ne? Anstatt das andere. So. Warum? Machen wir so ein Minus. Wodurch kommt das? Guck mal, das ist noch ein... Ah. 6. Aha. Okay, Leute. Jetzt weiß ich, warum wir so ein Minus machen. Mehr als bereit. Das sind nämlich enorme Kosten, die uns da jetzt ins Haus stehen mit den Kreuzern. Die kosten nämlich einfach mal 850 pro Stück. Pro Stück. Das heißt, 1 und 1 sind 1000, sind 2000, sind schon mal fast 2500. Das ist schon mal eine ganze Menge, würde ich mal so behaupten. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, der lädt das mal auf und fährt dann einmal hierhin zurück. Von nichts kommt nichts. Dann gucken wir mal, können wir hier schon wieder noch einen neuen Anteil kaufen? Kleine Fische müssen da. Ja. Komm, zack. Sie erwerben mit meinen Anteilen auch meine Ideen. Damit fehlen uns noch 2, aber der wird wahrscheinlich nochmal welche zurückkaufen. Von daher müssen wir mal gucken. Warum werden die eigentlich repariert? Wo werden die angegriffen? Oder gehen die durch die Überfahrt halt wirklich kaputt? Auf Ihren Befehl.
sicher. Aber ich hoffe, dadurch, dass wir jetzt Sekt produzieren, dass die dann hier deutlich glücklicher werden auch. Und wir können ja riskieren. Das machen wir jetzt noch, wobei alles ziemlich sinkend ist, ne? Da dürfen wir nicht zu stark jetzt wieder denken, dass wir gut gestellt sind, sonst kriegen wir wieder ein Problem. Zum Beispiel bei der Kleidung, die geht schon runter. Da müssen wir eventuell nochmal Wolle produzieren, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt einmal sagen, dass wir vielleicht doch so ein paar Häuschen nochmal aufsteigen lassen. Gerade auch hier rum würde ich gerne. Und dann hier auch um unser Museum drumherum. Es war schon ziemlich viel, was wir jetzt da aufsteigen lassen haben. Das reicht erstmal. Und dann müssen wir dann jetzt gut im Auge behalten, was denn hier so alles passiert. Ich denke, wir müssen hier... Schnaps ist ja kein Problem, da haben wir ja noch mega viele Reserven hier, ne, was alles nicht produziert. Aber Wolle... Oh, Bierfest. Wunderbar, guck mal, wie hoch das jetzt hier geht. Klasse. Sehr schön, okay, dann war es das erstmal für heute wieder mit einer weiteren Folge Anno 1800. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und dann hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Anno 1800. Bis dann, euer Kevin Zock, bye bye.